So, Thomas Prokopowitz. Hallo. Hallo, grüß dich. Gründautal, wunderschönes Wetter. Gesicht ist schon rot. Deins war eben auch mal kurz rot, ne? Ja, ich habe rot gesehen, nachdem ich vom Kevin leicht touchiert und mich dann mit weggedreht habe. Konnte aber noch kurz vor der Leitplanke stehen bleiben und ist nochmal glimpflich ausgegangen. Genauso wie der ganze Rest vom Wochenende. Mit viel Pech eigentlich unterwegs gewesen. Trotzdem die Schäden alle reparabel und doch soweit zufrieden. So, jetzt müssen wir ein bisschen ausholen. Also du hast dir natürlich jetzt die Deutsche Meisterschaft ausgesucht, bist auch schon wie deine Hornet-Teamkollegen hier und da gefahren, hast ein neues Auto und gewöhnt sich. Also ihr beiden gewöhnt euch aneinander, ne? Das Auto und du. Und ja, das ist ein langer Prozess, oder? Ja, natürlich. Man kauft ja ein gebrauchtes Auto nicht einfach so und setzt sich da rein und das muss funktionieren wie beim Vorbesitzer. Man musste erstmal, ging schon los mit der Sitzposition, wo wir die ersten Probleme mit hatten. Und dann so kleine technische Verfeinerungen, die wir jetzt natürlich nicht näher drauf eingehen. Aber ich bin sehr zuversichtlich fürs laufende Jahr noch. Laufende Jahr 2009 heißt Deutsche Meisterschaft? Nicht wirklich. Noch 1 bis 2 Läufe bestimmt. Und wir wollen noch ein bisschen auf den Europokal und auch die Südwestdeutsche, wo wir ja die letzten 2 Jahre unterwegs waren, wollen wir auch noch mal besuchen. Und mal gucken, was so sonst noch anfallen wird. Okay, das heißt also, dieses Jahr Lehrjahr, ne? So auf allen Untergründen, auf allen Strecken, in vielen Reglements, in vielen Meisterschaften. Und dann über den Winter nochmal alles komplett zerlegen, nochmal schön machen, nochmal auch ein bisschen mehr für Schub sorgen, oder? Ganz genau, so haben wir das geplant. Wie gesagt, das Jahr jetzt zu Ende zum Testen, alle möglichen Streckenverhältnisse und Verfeinerungen zwischendurch. Und im Winter wird dann von Grund auf renoviert. Und für welche Meisterschaften wir uns dann für nächstes Jahr entscheiden, das sehen wir dann auch noch. Abschließendes Wort, Gründautal, wie gefällt es dir hier? Sehr super Organisation, muss ich sagen. Strecke, gewöhnungsbedürftig, da wir ja eigentlich nicht auf so festen Boden unterwegs sind. Aber Lob an den Veranstalter, echt klasse. Ich danke dir, wünsche dir viel Erfolg mit deinem neuen Auto und wir werden sicher noch oft von dir hören. Ich hoffe es, danke. Alles klar, danke.